Oh, hallo Leute, hier soll es diesmal um Mengenlehre gehen. Und dafür erstmal, was ist eine Menge? So, also eine Menge, ich nenne sie einfach mal M. In der Mathematik werden Mengen eigentlich in groß fettgedruckten Buchstaben. Ne? Aber das erspare ich mir hier. Ich müsste sonst mal wechseln zwischen Fett und Normal. Das erspare ich mir hier. Ich schreibe hier einfach mal nur Großbuchstaben. So. Also. Eine Menge M. Ne? Wie gesagt, also normalerweise müsste es fettgedruckt sein. Macht man so in der Mengenlehre. So, Stuhl, der knirscht ein bisschen da. Wenn ich mich bewege, dann ist halt so. Ich hoffe, es stört nicht. Okay. So, eine Menge M. Dann nicht mit dem ist gleich, sondern man sagt, man definiert eine Menge. Und deswegen das Zeichen ist definiert durch. Das ist dann ein Doppelpunkt. Gefolgt von dem ist gleich. So. Also eine Menge M ist definiert durch. Dann kommt eine geschweifte Klammer. Ich hoffe, meine geschweiften Klammern sehen einigermaßen schön aus. Also mir gefallen sie nicht so wirklich. Ich habe schon schönere geschweifte Klammern gesehen. Gelegentlich kriege ich es auch mal hin, die auch schöner zu zeichnen. Aber, naja, gut. Okay. Okay, also das soll eine geschweifte Klammer sein. So. Und, da kommen jetzt die ganzen Elemente rein. Und am Ende wird eine geschweifte Klammer wieder zugemacht. So, ja, das sieht wieder grauenhaft aus, aber, naja, gut. Sieht fürchterlich aus. Aber naja. Okay. Da, in der Menge können jetzt irgendwelche Elemente sein. Ne? Kann jetzt eine Menge von Variablen, sage ich jetzt mal. Dann allerdings mit einem Semikolon getrennt. Dann B, Semikolon, C, Semikolon. Und so weiter. Ne? Und so weiter und so fort. Da können jetzt aber allerdings auch Symbole drin stecken. Das kann auch eine Menge von Symbolen sein. Ne? Aber eine Menge muss man sich so vorstellen. Ich mach das mal wieder weg. Dass man hier irgendwie so einen Sack hat. Ne, der jetzt hier oben irgendwie zugeschnürt ist. Und da ist jetzt irgendwas enthalten. Das kann Werkzeug sein, das irgendwas. Ne, man muss sich eine Menge, meinetwegen, wenn da Geld drin ist, das ist eine Menge voll mit Geld ist halt. Ne, oder irgendwie sowas. So eine Mathematik. Da sind die Elemente dann aber eher entweder Buchstaben. Man kann jetzt auch eine Menge als aufzählende Form schreiben. Das wäre dann zum Beispiel. Na, sieht schon besser aus, die geschweifte Klammer. Okay. 1, 2, 3 und so weiter und so fort. So. Ach, fürchterlich sieht wieder aus. Naja, gut. Okay, aber ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, dass es eine schließende geschweifte Klammer ist. So. Das wäre sowas zum Beispiel für die Menge der natürlichen Zahlen. Die bezeichnet man in der Mathematik allerdings nicht mit M, sondern, dafür gibt es ein anderes Symbol. Da schreibt man dann ein
ein doppeltes N. Das ist jetzt, wird jetzt zu lange dauern, bis ich jetzt hier alle Striche jetzt wirklich doppelt gemacht habe. Ne? Aber das soll es ungefähr. Manchmal sieht man auch sowas, dass man dann so und dann hier so ein doppeltes. Ne? Sowas sieht man auch öfter mal. Ja, vielleicht kriege ich es mal ein bisschen anders hin. Ne? N. So und dann irgendwie so. Das sieht zwar auch ein bisschen scheiße aus, aber naja. Ich probiere das nochmal. So und dann so. Ja, so sieht das doch schon mal ein bisschen besser aus. Okay. Also das ist jetzt sowas wie die Menge der natürlichen Zahlen. Ich gehe jetzt auch mal weiter in die Zahlentheorie ein. Machen wir mal ein bisschen Zahlentheorie. Da kann man sich die Mengen dann ein bisschen besser verständlich machen. Ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Gut. Okay. Also, ja, ich habe jetzt hab ich's wieder weggemacht. Also, die Menge der natürlichen Zahlen. So, ich hoffe, das sieht einigermaßen gut aus. Ich mache das sonst mal, die Menge mit das Mengensymbol mache ich dann auch schon mal so, ne? Das mit dem Strich einfach nur davor, lässt sich leichter schreiben. Man will ja nicht mit dem Schreiben beschäftigt sein, sondern man will das ja irgendwie möglichst schnell was hinkritzeln und so, dass das auch jeder verstehen kann. Ne? Deswegen mache ich das dann auch schon mal hier mit einfach nur einem Strich noch davor. Das soll einfach das Symbol für die Menge der natürlichen Zahlen sein. So, jetzt kann man sich natürlich drum streiten. Wie sieht das denn mit der Null aus? So, da macht man das dann, also ich würde mich mal hier bemühen, dass man hier wirklich richtig schön hier so, na gut, so wirklich schön sieht es auch nicht aus, aber soll jetzt erstmal egal sein. Man kann das einigermaßen erkennen. Wieder Mengensymbol der natürlichen Zahlen. So. Und wenn man jetzt aber möchte, dass die Null mit drin ist, also wenn man eine Menge definiert, wo man sagt, okay, da soll die Null drin sein. Gerade hier beschäftigt mit dem Tablet hier. Da ist irgendwie ein Kratzer oder... Krieg's allerdings nicht weg. Ich hoffe, das ist kein Kratzer hier. Naja, okay. Also. Die Menge der natürlichen Zahlen mit 0, da macht man dann eine kleine tiefgestellte 0. Das ist so eine Art Index auch. Ne? Komme ich auch später nochmal dazu. Das mit dem Index. Da gibt es Mengenfamilien. Und naja, okay. Hier soll es erstmal darum gehen, dass die Menge der natürlichen Zahlen definiert ist durch und dann ja, so schlecht sieht die gar nicht aus, aber naja gut. Okay, da fängt es allerdings mit 0 an zu zählen. 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Die könnte ich jetzt allerdings unendlich so weiterführen. Wäre natürlich die Frage, wann wäre ich damit fertig? Wenn ich die jetzt unendlich weiterführen würde. Ja, also man kann immer weiterzählen. Es gibt keine größte Zahl. Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendeine Zahl ist die größte Zahl. Weil ich immer noch eins weiter zählen kann. Ne? Das ist sozusagen eine unendliche Menge. So. Und bei der Menge ist es allerdings, da gibt es ein Problem. Ich kann die Zahlen allerdings nur addieren. So, wie sieht es denn aus, wenn ich auch mal was abziehen will? Ne? Also Minus, Subtraktion. Das wird mit den Zahlen nicht funktionieren. Dafür brauchen wir die negativen Zahlen. Ne, die gibt es allerdings auch. Geht es dann weiter? So Zahlenbereichserweiterung wäre dann
Das wird, schreibt sich dann so. Das ist so ein doppeltes Z. Sieht hier nicht gerade schön aus. Ich versuche es mal ein bisschen besser zu schreiben. So und dann so. Ne? Also das soll so ein Z sein. Ne? Und die Menge der ganzen Zahlen ist definiert durch. So. Oh, furchtbar. Ne, die gefällt mir nicht. Die machen wir nochmal. Die machen wir nochmal schöner, ja. Ja, viel besser wird es auch nicht. Okay. Die fängt irgendwo im Minus Unendlichen an. Ne? Dann kommt irgendwann die minus 3, minus 2, minus 1. Dann kommt die 0. Dann kommt die 1, die 2 und die 3. Und dann geht das auch immer weiter. So. Ach, die sieht wieder furchtbar aus. Naja, gut. Also in geschweifte Klammern zeichnen bin ich nicht so gut drin. Okay. Ja. Jetzt gibt es auch noch ein paar Abwandlungen. Man könnte jetzt sagen, man will eine Menge haben, wo nur die positiven ganzen Zahlen drin sind. Das wäre dann sowas. Also auch wieder Mengensymbol Z. Ne? Allerdings dann mit dem hochgestellten Plus. So. Das ist wiederum definiert durch. Da könnte ich jetzt fast schon sagen, das ist einfach nur die natürlichen Zahlen, ne? So, 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 so. Ja, sieht grauenhaft aus hier. So, ne? So, und die Menge der natürlichen Zahlen, die ist allerdings ohne die Null. Das heißt, da fängt man von 1 an zu zählen. Wenn man jetzt allerdings will, dass auch hier die 0 dabei ist, dann macht man das so, dass man auch wieder Mengensymbol der ganzen Zahlen, auch wieder mit dem Plus und dann aber mit der 0. So, das ist wiederum definiert durch, ich mach's jetzt einfach kurz, dass ich einfach nur hier die Menge der natürlichen Zahlen mit 0. So. Und wieso da schon Semikolon? Nicht Semikolon, Doppelpunkt. Was mache ich denn da? Na sowas. So. Will man jetzt aber die negativen ganzen Zahlen haben, dann macht man dann, das geht auch. Dann macht man Minus. Ein hochgestelltes Minus. So, das wäre allerdings dann auch. Diesmal ist es aber nicht die Menge der natürlichen Zahlen, sondern hier mache ich mal aufzählende Form. Das wäre sowas wie von Minus unendlich kommt. Minus 3, minus 2, minus 1. So, und damit wird die Menge aber abgeschlossen. Ne? Also weiter geht's nicht. Hier in die Richtung allerdings geht's bis unendlich, also bis minus unendlich, rein theoretisch. Obwohl ja die minus unendlich keine Zahl ist. Sollte ich vielleicht noch vorweg sagen? Dass minus unendlich und plus unendlich in keine Zahlenmenge mehr dazu gehört. Deswegen, da komme ich später nochmal dazu, da gibt es dann sowas wie das Intervall.
Das wäre dann hier offenes Intervall, das fängt man mit einer Klammer auf, dann Minus, unendlich ist so eine gelegte 8. Ja, das sieht ein bisschen bescheuert aus hier. Das ist einfach nur so ein... So. Ja, ich krieg's nicht wirklich gut hin, also ich bin da nicht so gut drin. Ne? Plus unendlich. Das ist im Prinzip eine 8 nur halt gelegt. Ne? So. Und dann auch wieder offenes Intervall. Zu den Intervallen komme ich dann später irgendwann noch dazu. Mal jetzt mal so einfach mal, ne, damit man das schon mal sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also das Unendlich ist, gehört in keine Zahlenmenge rein. Es gibt keine Zahlenmenge, wo unendlich drin steckt. So. Dann gibt es auch eine Form, dass man die 0 drin haben will. Dann macht man Minus. Dann macht man auch so ein hochgestelltes Minus. Allerdings auch wieder mit 0. Mit einer tiefgestellten 0. Und da ist es dann halt so, dass dann die nach der Minus 1 die 0 kommt. Ne? Schreibe ich jetzt nicht hin. Ich hoffe, dass man das verstehen kann, so, wenn ich das jetzt so sage. Habe ich es jetzt mal mündlich einfach nur gemacht. So. Als nächstes, ich überlege gerade noch, ob es noch was zu den ganzen Zahlen gibt. Ob es noch eine Form gibt. Ja, doch, es gibt noch eine Form. Eine Form gibt es noch. Es gibt nämlich die Form ohne die 0. Wo nicht die 0 drin steckt. Hätte ich eigentlich hier oben schon sagen können. Aber das habe ich jetzt mal. Ja. Okay. Kann ich jetzt noch dazu sagen. Das wäre dann mit einem hochgestellten Stern. Das soll jetzt so ein Stern sein. Sternsymbol. Ja, ich mache dann hier unten mal hier so ein bisschen größer. So, zack. Sowas. Nur das halt hochgestellt. So. Okay, und das ist definiert durch. Ach, wieso mache ich da ein Semikolon? Doppelpunkt. Doppelpunkt ist gleich. So. Und da schreibe ich jetzt einfach nur, dass das die Menge der natürlichen Zahlen ohne die 0. Ne? Ja. Oder eben auch ist gleich die Menge der ganzen Zahlen mit ohne die 0, halt nur, dass es hier plus. Oh, das sieht so furchtbar aus hier bei mir. Irgendwie mit dem Schreiben ist bei mir heute nicht so gut. Okay. Ja. So viel bis zu den ganzen Zahlen. Jetzt haben wir aber noch eine Zahlenbereichserweiterung. Bisher diese ganzen Zahlen, die haben jetzt allerdings ein Problem. Wie sieht es denn aus mit der Division? Wobei, jetzt habe ich noch nicht mal gesagt, mit Multiplikation, ne? Jetzt habe ich die Multiplikation noch nicht mal erwähnt. Weil, Ich gehe jetzt einfach mal in die Division. Für das, was ich jetzt erklären möchte. Dafür brauchen wir jetzt einfach die Division. Na, dass die Division, das multiplikative Inverse der, ja, die Division ist das multiplikative Inverse Element. So, und diese Menge, die schreibt sich dann mit so einem Q, hier ein Strich und hier ein Strich. Ich mache es mal hier ein bisschen groß, weil hier sieht es ein bisschen komisch aus.
Also halt wie ein Q, ne? Nur halt mit einem Strich. Einen doppelten Strich halt noch. Das soll die Menge der, ich hätte es beinahe gesagt, aber ich sag's jetzt einfach mal, die Menge der rationalen Zahlen. So, und die ist definiert durch eine Variable. Ich schreib's jetzt mal als beschreibende Form, nicht mehr als aufzählende Form, weil das wird jetzt ein bisschen schwierig. Deswegen so. Und da mache ich jetzt, dann nehme ich jetzt mal P und klein q, also das sollen Variablen sein. Für die gilt, wie schreibe ich denn das jetzt? Und Q. Und die sollen ein Element, das ist Elementzeichen. Ich versuche es mir ein bisschen schöner zu machen. So, das ist wie so ein C, nur mit einem Strich durch. Das soll heißen, ist Element von. So, und hier sind allerdings zwei. So. Ja, ich habe da hier einen kleinen Fehler gemacht, weil nämlich P ein Element von der Menge der ganzen Zahlen ist. Jetzt mache ich ein Semikolon. Und Q ein Element aus der Menge der ganzen Zahlen, aber ohne 0. Ne, deswegen, was man ganz oft sieht in Büchern, ist halt mit dem Stern. So. Das ist jetzt eine beschreibende Form. Habe ich noch nicht gezeigt. Ja, man findet es ganz viel in Mathematikbüchern, was aufzählende Form, was beschreibende Form ist. Also aufzählende Form ist, wenn ich wenn ich die Elemente in der Menge aufzähle. Das sind aufzählende Formen. Und beschreibende Form ist, wenn ich Mengen, Quatsch, wenn ich die Elemente beschreibe. Ne? Ich hoffe, dass man das also einigermaßen verstehen kann. Ne? So, das heißt also sowas wie P geteilt durch Q. Das ist ein Bruch. Ne? Schreibe ich mal noch ein bisschen besser hier. Die Menge, das gefällt mir so irgendwie jetzt nicht. Also P geteilt durch Q und mit kleinen p aus der Menge der ganzen Zahlen. Sieht fürchterlich aus, aber naja, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und Q aus der Menge der ganzen Zahlen, aber ohne die 0. Ganz wichtig, weil man sagt, die Division ist nullteilerfrei.
Also irgendwas geteilt durch 0 ist nicht definiert. In der Mathematik. Also man darf nicht durch 0 teilen, das ist verboten. So. Und es gibt allerdings Zahlen. Wer da genaueres wissen will darüber, ich kann gleich mal eine Seite aufmachen im Internet. Ich habe es allerdings noch nicht so genau gefunden, aber es gibt einen Beweis, dass mindestens eine Zahl, dann nimmt man als Beispiel Wurzel aus 2, dass die sich nicht durch einen Bruch darstellen lässt. Und da gibt es ja noch ganz viele andere Zahlen, die lassen sich nicht durch einen Bruch darstellen. So, das ist dann die Menge der irrationalen Zahlen. Also nicht von irre, ne, dass man irgendwie irrational denkt oder sowas. Das ist die Menge der irrationalen Zahlen. Und die werden dann, ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Das ist mit so einem doppelten J. Das sieht nicht wirklich schön aus, aber ich krieg's irgendwie nicht besser hin. Das ist irgendwie so ein Buchstabe, das Mengensymbol. Ich kann mal gucken, ob ich es irgendwo finde. Ja, am besten. So. Da. Ja, hier sieht man schön hier dieses Mengensymbol für die natürlichen Zahlen. Für die Menge der natürlichen Zahlen. Ne? Ich suche jetzt mal nach den irrationalen Zahlen. Irrationale Zahlen. Irrationale Zahl. Wunderbar, da steht's. So, ja gut. Die Menge der reellen Zahlen ohne die Menge der rationalen Zahlen. Ich hoffe, dass ich irgendwo das Mengensymbol für die irrationalen Zahlen finde. Hier scheint es nicht drin zu sein. Na, gucken wir mal hier mathematische Symbole. Mathematische Symbole. Ja, steht doch nicht drin. Ja, müsste doch irgendwo geben hier. Mathematische Symbole. Da haben wir es doch. Wunderbar. So. Oh, die Internetverbindung, die ist hier wieder wunderbar. Und da gibt es hier Zahlenmengen. Gibt's hier irgendwo Zahlenmengen? Gleichheitszeichen, Vergleichszeichen, Teilbarkeit, Intervalle. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist hier offenes Intervall. Ja, da komme ich auch später nochmal dazu. Machen wir noch. So, aber irgendwo müsste doch hier Zahlenmengen. Vektoranalysis, Topologie. Vektorrechnung, Matrizenrechnung, Körpertheorie, Ringtheorie, Statistik. Wo ist Quanton? Wo sind jetzt die Zahlenmengen? Die sind ja eigentlich auch drin. Oder hat jemand rausgenommen? Ne, hier sind sie. So.
Und hier vermisse ich allerdings auch das Mengensymbol für die irrationalen Zahlen. Das ist aber nicht hier das I. Das kann nämlich nicht sein. Das stimmt nicht. Da hat jemand hier ein bisschen Mist gemacht. Der da irgendwo drin rumgeschmiert hat. Ja gut. Aber vielleicht sieht jemand von einer der... der in Wikipedia mit drin ist, also das stimmt hier allerdings nicht hier. Das stimmt hier nicht. Das ist nicht richtig. Ach ja. Gut, dann suchen wir nach Bildern. Irrationale Zahlen oder irrationale Zahlsymbol, Symbol, ja. Irrationale Zahlsymbol. So, gucken, ob wir es irgendwo finden hier. Irgendwie nicht, ne? Sieht nicht so wirklich da danach aus. Irgendwie nicht. Nee. Wieso I? Das wird mit J bezeichnet. Diesem doppelten J. Was ist denn da los? Irrationale Zahlen, Symbol. Irrationale Zahl. Wo ist die Menge der irrationalen Zahlen? Das raff ich jetzt irgendwie nicht. Hier ist noch das Symbol der komplexen Zahlen. Da werde ich wohl in der Mathematikserie erstmal noch nicht drauf eingehen, weil das ist so eine Sache für sich. Also da habe ich auch schon meine Probleme mit den Zahlen da irgendwie. Naja. Schaue ich mal. Irgendwo muss es doch das geben. Aber wieso ist das hier eigentlich falsch? Das ist nicht das I. Hier sind noch weitere Zahlen dazugekommen, die ich überhaupt nicht kenne. Transzendente Zahl kenne ich auch nicht. Hyperreellen Zahlen, da das finde ich so irgendwie ein bisschen Quatsch. Ja, es soll heißen, dass die durch Null teilbar sind irgendwie, dass man da durch Null teilen darf, aber da kann ich auch noch einen kurzen Beweis bringen, das ist ein ganz einfacher Beweis, ne, dass das niemals nicht gehen kann.
Es gibt zwar auch Strukturen in der Mathematik, wo das Teilen durch Null erlaubt ist, ne? Da wird halt ein bisschen anders gerechnet. Aber naja, also was mir hier irgendwie nicht gefällt, das stimmt doch hier alle, das stimmt doch hier irgendwie gar nicht. Die Menge der irrationalen Zahlen, die wird mit einem J, also wie ich das schon versucht habe zu schreiben, bei mir sieht es ein bisschen doof aus. Das ist dann so, irgendwie so und dann mit so einem Strich durch. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus hier, aber naja, gut. Naja, okay. So viel dazu. Also, die ist allerdings definiert dadurch, dass die nicht durch einen Bruch darstellbar sind. Ne? Also, wenn ich da eine Zahl p, da brauche ich allerdings zwei Ziffern. So. P durch Q ja halt also das ist irgendeine Zahl x aus den irrationalen Zahlen und ist ungleich P durch Q. So, das ist gleich mit dem Strich durch. Also es gibt Zahlen, die lassen sich nicht durch einen Bruch darstellen. Das geht schlicht und einfach nicht. Ne? Da gibt es auch sowas wie die Zahl Pi. Die lässt sich auch nicht durch einen Bruch darstellen. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wen das interessiert, im Internet gibt es da jede Menge Informationsmaterial. Ne? Ich habe mit dem Beweis, auch mit der Wurzel 2, da gibt es einen Beweis, den ich allerdings, ich habe es auch mehrmals durchgelesen und ich habe ja auch bei mir ein Buch liegen, wo der Beweis auch drin steht, oder beziehungsweise ich habe sogar zwei Bücher. Aber irgendwie steige ich da nicht durch. Also es gibt auf jeden Fall einen Beweis, der dann genau zeigt, dass die Zahl Wurzel aus 2, also was da rauskommt, dass es keine rationale Zahl ist. Okay, so viel dazu. Und jetzt kommt noch eine weitere Menge, eine Zahlenmenge, man hat es auch schon mal gesehen, das ist die Menge der reellen Zahlen. Die schreiben sich dann mit so einem R. Ne, so mache ich das schon. Hier sieht es aus wie ein IR. Ne, vielleicht hier auch hier noch so ein Strich durch. Ne, das sieht ein bisschen komisch aus. So macht man hier das J. So. Ja. So, zack. Und dann hier so. Das ist die Menge dann der reellen Zahlen. So, und dies definiert wiederum aus der Vereinigung der rationalen Zahlen. Da gibt es auch wieder so ein Mengenverknüpfungssymbol. Das sieht aus wie ein U, ist aber, hier ist ja sogar mal richtig schön geworden. Und da werden die Menge der rationalen Zahlen
und die Menge der irrationalen Zahlen vereinigt. Das ist Vereinigungssymbol. Also das ist dann, jetzt könnte man sich denken, ja, warum nur die rationalen Zahlen? Man kann es eigentlich fast schon sehen, dass die Menge der rationalen Zahlen eine Obermenge der ganzen Zahlen ist. Ne? Weil, was ist jetzt zum Beispiel mit einem Bruch 2 geteilt durch 1? Ist ja so erstmal als Bruch geschrieben, ne? Also P durch Q. 2 geteilt durch 1 darf man ja machen. Was ist denn das für eine Zahl, wenn man die sich anguckt? Das ist doch eine ganze Zahl eigentlich, ne? Man kann es einmal als rationale Zahl sehen. Und man kann es aber allerdings auch als ganze Zahl sehen. So, wenn man sich die ganzen Zahlen anguckt, die beinhalten doch auch die natürlichen Zahlen. Das habe ich jetzt die ganze Zeit jetzt nicht so, so beschrieben, ne? Aber man kann es eigentlich fast schon sehen, dass das ist im Prinzip immer nur Bereichserweiterung. Na gut, das hatte ich auch schon gesagt, Zahlenbereichserweiterung. Ne? Allerdings macht man von den rationalen Zahlen zu den irrationalen Zahlen, das ist eigentlich keine Zahlenbereichserweiterung, weil die Menge der irrationalen Zahlen bis zu den reellen Zahlen eine Menge für sich ist. So. Und ich schreibe es auch noch mal hin. Also, die Menge der natürlichen Zahlen ist eine Teilmenge. Das ist so ein gelegtes U. Ne? Aber wirklich schön sieht das hier jetzt noch nicht so aus. Das ist dann hier so und dann so. Das ist eine Menge der Teilmenge der ganzen Zahlen. Und die wiederum ist eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Und die wiederum ist eine Teilmenge der reellen Zahlen. Ne? So. Und die irrationalen Zahlen ist eine Menge für sich. Die wiederum sind auch eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Ach, der rationalen Zahlen. Ach, was erzähle ich da jetzt? Eine Teilmenge der reellen Zahlen. So, ich merke schon, meine Konzentration, die lässt langsam nach. Okay. Und ich hoffe, dass man das so einigermaßen verstehen kann, dass eben die reellen Zahlen eine Vereinigung aus der Menge der rationalen Zahlen und der irrationalen Zahlen ist. So. Okay. So viel erstmal zu den Zahlenmengen. Also das ist ganz grob Zahlentheorie. Jetzt gehen wir mal in die Mengenverknüpfung ein. So, dann mache ich mir erstmal hier was Neues. Das verwerfen wir jetzt einfach mal. Speichern wäre Quatsch. Weil dafür lade ich ja das Video hoch. So, dann muss ich allerdings hier nochmal Seite und Papierart kariert. Weil auf Papierart, also auf kariertem Papier lässt sich einfach besser Mathematik machen. Ne? So. Fangen wir mal an mit Mengenverknüpfung.
Entschuldigung. Da. So, da haben wir das Mengensymbol mit der Mengenvereinigung. Na, jetzt hier sieht es allerdings wieder nicht so schön aus. Also versuche ich nochmal. Gefällt mir nicht. So. Na, sieht jetzt auch noch nicht so wirklich hundertprozentig aus. Aber naja, gut. Dann gibt es das, also wenn ich jetzt hier eine Menge M und hier irgendeine andere Menge N. Das soll dann heißen, dass das soll jetzt nicht MUN heißen, sondern das heißt, M wird vereinigt mit N. Das ist so eine Vereinigung. Das kann man als sogenanntes Venn-Diagramm. Da hat man dann hier eine Menge M. Entschuldigung. Und mache das jetzt absichtlich, dass sich das überschneidet. Da komme ich auch noch später dazu mit der Menge n. So, und das zusammengenommen, da machen wir mal hier eine andere Farbe. Da gibt es ja auch noch Möglichkeit andere Farben. Dann nehmen wir mal gelb. So, ich hoffe, das kann man noch so einigermaßen sehen. Da werden Die wird dann sozusagen, das wird dann vereinigt. Also da wird komplett sozusagen beide Mengen miteinander vereinigt. Zu irgendeiner Menge, was für einen Buchstaben können wir da nehmen? Nehmen wir O, wa? Ja, allerdings sieht man nichts. Nehmen wir eine Menge O. Ja, also dann ist hier, dann schreibt sich das allerdings so, dass O definiert ist durch die Menge M vereinigt mit der Menge N. Ne? Das ist aber nur ein Beispiel. Also das muss nicht unbedingt jetzt nur diese Buchstaben, das muss jetzt nicht heißen, dass jetzt überall, wo M vereinigt N, dass das die Menge O ergibt. Das kann auch eine andere Menge dann sein. Ich habe es jetzt nur als O bezeichnet. Ich hätte jetzt auch jeden anderen Buchstaben, ich hätte jetzt auch den Mengenbuchstaben A nehmen können. Ich hätte jetzt auch schreiben können, groß A. Es geht nur darum, dass man für eine Menge ein Symbol, also einen Buchstaben findet. Ne? Aber hier geht es auch darum, dass man das versteht. Ne? Dass die beiden Mengen zusammen ergibt dann eine neue Menge, so wie mit den reellen Zahlen. Dass halt die Menge der reellen Zahlen die definiert ist durch die Menge der rationalen Zahlen, vereinigt mit der Menge der irrationalen Zahlen. Okay. Weiter geht's. Also, ich schreibe es nochmal hin. Menge M vereinigt mit der Menge N. So. Und dann gibt es aber auch noch was anderes. Dann gibt es da, dann gibt es auch sowas wie die Menge M geschnitten mit der Menge N. Das heißt also, wenn ich hier wieder zwei Mengen habe, jetzt kann man auch sehen, warum ich das so gemacht habe, dass sich ein Teil davon überschneidet. Und zwar ist die Schnittmenge nur dieses Stück hier. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier dieses Stück. Das, was da, wo sich die Mengen überschneiden, deswegen ja auch die Schnittmenge. Deswegen heißt es M geschnitten mit N. Das ist nur da, wo sich die beiden Mengen überschneiden. Ach, jetzt bin ich auf die Taste gekommen. Also, nochmal zurück. Ne?
Das ist nur, wo diese hier überschneiden hier. Nur in diesem Bereich. Ne? Soweit klar? Hoffe ich mal. So. Als nächstes gibt es dann auch sowas wie eine Mengendifferenz. Das wäre dann M und dann mit so einem verkehrt rum Schrägstrich. Mit N. So, das heißt aber, nee, nicht mit L mit N, sondern hier heißt es M ohne N. Also die Menge M ohne die Menge N. Sodass man die Menge N ausschließt. Ja, da kann man zum Beispiel, da könnte man jetzt sagen, folgendes. Die Menge der reellen Zahlen ist eigentlich wie bei den ganzen Zahlen, wie was ich bei den ganzen Zahlen schon gesagt habe, positiver Teil mit 0 und sowas alles, ne? Das ist ja auch bei den reellen Zahlen, also das hatte ich jetzt vorhin nicht gesagt. Ja, gut. Ich hoffe, mir wird verziehen, dass ich das vergessen habe zu erklären. So, und das ist definiert durch die Menge der reellen Zahlen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Aber ohne das Element 0. Das heißt also, ohne die 0. Die soll sozusagen aus der Menge ausgeschlossen sein. Das mal als Beispiel. So, damit man das verstehen kann. Da kann man sozusagen auch Elemente ausschließen, beziehungsweise man kann ganze Mengen ausschließen. Hier, in dem Beispiel ging es jetzt erstmal darum, dass man ein Element aus einer Menge ausschließt. Deswegen habe ich ja gesagt, die Menge der reellen Zahlen ist definiert durch, also mit dem Stern, ist definiert durch die Menge der reellen Zahlen, aber ohne die Null. Ne? So. Und ja, dann gibt es als nächstes noch Mengenrelationen. Ich habe es eigentlich schon gezeigt gehabt. Das ist, wenn jetzt M eine Teilmenge von N ist. Das sieht wieder richtig kacke aus hier. So. Das soll kein C sein, sondern das ist richtig so ein. So. So müsste das aussehen. Ne? Okay. Ich habe es aber schon so ein bisschen gezeigt, ne? Dass man einfach, wenn man eine Menge M hat, ne? Und außenrum eine Menge N. Das heißt, diese Menge N, das ist sozusagen das Ganze. Das ist die Umrandung und in dieser, man muss sich das jetzt so vorstellen, in dieser Menge N, ne, ich schreibe jetzt irgendwo hier den Mengenbuchstaben hin, nicht M, sondern N. So. Und das diese Menge M, die ist in dieser Menge N enthalten. Soweit verständlich, ne? Also das ist sozusagen eine gesamte Menge. Und in dieser gesamten Menge ist diese Menge M enthalten. Deswegen M ist Teilmenge von N. Ist ja hier, kann man hier wunderbar sehen, ne?
machst du, zeichne das mit zwei Farben ein. Also das ist sozusagen die Gesamtmenge, also dieses gesamte N, ne? Und eine andere Farbe, vielleicht grün. Und das hier drin ist sozusagen eine Teilmenge davon. Ne? Jetzt kann ich aber auch sagen, dass N, ich mache es jetzt mal so rum, ich hatte erst überlegt, ob ich das nochmal was Neues mache, dass N eine Obermenge ist. Ja, so soll das eigentlich aussehen, ne? Also das, dieses Symbol hier nur andersrum. Also N ist eine Obermenge von N. So. Dann gibt es noch sowas wie die, das habe ich ja so Dinge bei den Mengenverknüpfungen, habe ich das vergessen zu erklären. Es gibt mir auch noch sowas wie die symmetrische Differenz. Das ist damit zum Dreieck. M, N. Das soll heißen, M ohne N und N ohne M. So eine symmetrische Differenz. Ne? Ich hoffe, man kann sich das ungefähr vorstellen. Dass man zwei Mengen hat, dass die dann auseinander liegen. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Menge M und woanders liegt eine Menge M, eine Menge N. So. Und da sieht man ja, dass die beiden Mengen miteinander nichts zu tun haben. Die sind nicht zusammen, die überschneiden sich nicht und nichts. Das sind zwei verschiedene Mengen einfach. Ne? Also es gibt kein Element, was in der Menge N ist. Also in der Menge M gibt es kein Element, was in der Menge N ist. Und in N gibt es kein Element aus der Menge N. Aus der Menge M. Ne? Okay. Ich schreibe es nochmal hin hier. M. N. So. Und dann ist es halt M ohne N und N ohne M. So, mehr fällt mir jetzt allerdings nicht ein. Gibt es noch irgendwelche Relationen? Ja, es gibt noch eine deutsche Form. Das wäre allerdings dann M. Halte ich eigentlich nicht wirklich was von. Ich weiß nicht, warum es das überhaupt gibt. Da macht man das dann, das wäre zum Beispiel eine Teilmenge. Das wäre auch eine Teilmenge. Nur hier kann es aber auch sein, dass die Mengen, ich hätte natürlich noch Mengengleichheit, hätte ich noch erklären sollen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich den Teil hier eigentlich nicht erklären wollte. Es gibt es zwar, aber es ist halt nur das gibt es halt nur in Schland. Das ist nicht international, es ist nur eine deutsche Form. Ne? Internationale Form ist dann, dass es hier sich um eine echte Teilmenge handelt und hier um eine echte Obermenge. Und das ist halt hier so eine deutsche Form, da sagt man zwar auch Teilmenge,
Aber hier, das soll auch heißen, dass beide Mengen auch gleich sein können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte davon nicht wirklich viel. Also entweder man hat tatsächlich eine Teilmenge aus einer anderen Menge oder nicht, ne? Oder die Mengen sind tatsächlich gleich. Aber irgendwie, eine Teilmenge und diese Teilmenge kann auch gleich der anderen Menge sein, finde ich ein bisschen Quatsch. Ne? Was es allerdings tatsächlich gibt, das habe ich hier oben vergessen zu erklären, das schreibe ich jetzt mal hier oben mit hin, dass zwei Mengen gleich sind. Das gibt es auch. Das wird ganz selten gebraucht. Ne? Aber sowas gibt es auch. Dass eben, dass beide Mengen sich in nichts unterscheiden. Also es gibt keinen Unterschied zu anderen Mengen. Beide Mengen beinhalten die gleichen Elemente. So. Ich mache jetzt erstmal eine neue Seite. Weil als nächstes, ne, ach so, verwerfen. Als nächstes, das geht auch noch weiter mit Mengenlehre. Als nächstes zeige ich mal, dass es auch Mengenfamilien geben kann. Oder, ja, nee, das ist schon zu weit vorgegriffen. Als nächstes zeige ich mal, dass auch ein Element wiederum eine Menge sein kann. Also man kann tatsächlich auch, wenn ich jetzt mal hier irgendeine Menge m und die definiere ich jetzt einfach mal. Ja, da kann jetzt hier irgendwas drin sein. Und zwar können die und zwar kann das dann so sein, dass die Elemente in dieser Menge wiederum Mengen sind. Dann ist das sozusagen verschachtelt. Dann habe ich jetzt hier irgendwie was drin stehen. Ne, irgendwelche Elemente. Und das kann dann genauso gut auch. Ich schreibe da jetzt nichts Konkretes rein. Ich mache jetzt einfach mal hier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ne? So. Und das halt zu einer gesamten Menge zusammengefasst. Ne? Also können Elemente auch wiederum eine Menge sein. Das sieht man dann, wenn man sich. Also, wer Mathematik studiert hat, der wird es wahrscheinlich schon wissen, dass es eben solche Ausdrücke geben kann wie ein Element aus einer Menge. Und zwar ist das vielleicht aus B. Würde man sagen, ja, warum Kleinbuchstabe? Weil Kleinbuchstaben, die nimmt man ja dann für die Elemente. Aber auch ein Element kann wiederum eine Menge sein. Dann heißt es hier, dass B ist zwar ein Element, ne, aus einer Menge, aber trotzdem auch eine Menge. Nur die in einer Menge enthalten ist. Ist ein bisschen schlecht erklärt, ich weiß. Das kann man sich jetzt nur schlecht vorstellen, dass man jetzt hier sowas wie, ja, gut, ich habe jetzt hier schon A hingeschrieben, sonst hätte ich jetzt hier vielleicht hingeschrieben, dass hier steckt ein Element A drin, ne, und hier steckt ein Element B drin. Ne? So, jetzt sieht man ja schon mal, dass A kein Element von B sein kann. Deswegen, also. Ich nehme jetzt vielleicht einen anderen Buchstaben, machen wir mal jetzt C. So, und in B steckt ein Element A drin. Also B ist, das heißt, also wenn das jetzt hier die Menge C, und das ist hier die Menge B. Und in dieser Menge
B steckt irgendwo ein Element A drin. So, und der Witz dabei, na ja gut, es ist eigentlich kein Witz, es kann tatsächlich auch sein, Mengen lassen sich unendlich verschachteln. Also auch in dieser Menge hier können wiederum Mengen enthalten sein. Also A kann auch wiederum eine Menge sein. Und auch, ich habe auch schon so einige Texte auch schon gesehen, wo ich immer wieder gedacht habe, ja, wie kann das denn sein? Wie kann ein Element von einem Element sein? Aber irgendwie so weit denken, dass B ja auch eine Menge sein kann, also das irgendwann wird mir das dann zu viel. Also da setzt es bei mir irgendwann aus. Also das muss man sich tatsächlich im Hinterkopf behalten, dass auch B ein, obwohl man das so erstmal als Element sehen würde, trotzdem eine Menge sein kann. Das klingt kompliziert. Aber gut, das sollte erstmal genügen. Einfach mal kurz zurücklehnen, verschnaufen, das erstmal sacken lassen. Das war jetzt wirklich, ich weiß, ziemlich viel Stoff. Erstmal sacken lassen, vor allen Dingen auch dann hier, ne, dass das, weil als nächstes würde ich in die Mengenfamilien eingehen. Was Mengenfamilien sind. Das wird richtig verrückt. Das ist dann der Wahnsinn. Also da habe ich auch, ich habe auch vor kurzem erst, habe ich mit angefangen und das haut so auf die Konzentration, ist aber sehr mächtig. Ist unglaublich mächtig. Und es ist, ich sag's nochmal vorweg, es ist, wie man so schön auf Neudeutsch so schön sagen würde, Hardcore. Es ist richtig Hardcore. Aber trotzdem, ja, sehr mächtig. Okay, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank.